Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei uns im Verkehrsmuseum auf ein Happen Geschichte mit mir in eurer Mittagspause. Und heute würde ich euch gerne eine Kleinigkeit zum Thema Notbereifung erzählen. Und Notbereifung hat mitnichten etwas damit zu tun, dass ich mir jetzt einen Platten eingefangen habe und ich den Ersatzreifen aufziehen muss, sondern es hat etwas mit Ressourcenknappheit zu Zeiten von Kriegen zu tun. Das hat auch gerade die zivile individuelle Mobilität stark eingeschränkt, beziehungsweise, sag ich mal, beeinflusst, weil das Militär beispielsweise Materialien wie eben auch Bereifung beschlagnahmt hat. Also es herrschte Kautschukmangel und deswegen Gummireifen ab zum Militär. Zivile Bevölkerung musste sehen, wie sie sich behelfen konnte. Und ein schönes Beispiel dafür ist das Wandererfahrrad direkt hinter mir. Und vielleicht könnt ihr schon ein bisschen was von den Reifen erkennen. Das ist von 1909 und wurde dann eben infolge des Ersten Weltkrieges, musste es umgerüstet werden. Und mich erinnern diese Reifen, diese Notbereifung, so ein bisschen an die Spiralfedern aus der alten Matratze. Und ich würde fast behaupten, dass sie mit der Bequemlichkeit einer alten Spiralfedermatratze wahrscheinlich auch durchaus einiges gemein hatten. Wobei ich jetzt hier bequem in Anführungsstrichen setzen würde. Also Fahrbahnstöße konnten mit diesen eisernen Spiralfedern kaum abgefangen werden, also viel, viel weniger Federung als mit einem luftbefüllten Gummireifen. Und dazu ein großer Nachteil: eine Bremsung oder die Verwendung einer Handbremse war hier nicht möglich.